Ja, Joel, herzlich willkommen beim FC 08 Homburg, herzlich willkommen im Saarland. Wie waren so deine ersten Tage hier im Saarland, im Saarpfalzkreis? Danke erstmal. Spannend auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein bisschen was von der Stadt gesehen. Ist auf jeden Fall sehr schön hier, beschaulich. Das Team hat mich gut aufgenommen, das Training macht Spaß. Ja, so die ersten Tage waren auf jeden Fall erfolgreich, ja. Du hast die Einheiten angesprochen, bist gut aufgenommen. Hattest du schon Gelegenheit, deine Mitspieler ja privat kennenzulernen, also außerhalb vom Platz, oder war das bisher nur auf dem Training oder rund ums Training? Ja, schon. Wir haben ja meistens auch Doppeleinheiten. Deshalb gehen wir eigentlich mehr, meistens mit dem Großteil der Mannschaft immer mittags was essen und da unterhält man sich, und an sich kennt man sich ja auch schon von den Duellen immer, und mit manchen habe ich ja auch zusammengespielt, und von daher kommt man gut ins Gespräch, man konnte auf jeden Fall schon einige kennenlernen, und ja. Du bist ein Frankfurter Junge, hast beim FSV Frankfurt gespielt, hast für die Eintracht das Trikot getragen. Mal von anderen Vereinen, hast du die Europapokalreise der Eintracht mitbekommen? Also fiebert man da so ein bisschen mit der alten Heimat mit? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du aus Frankfurt kommst, wenn du da aufgewachsen bist, geboren bist, so wie ich, dann kommst du gar nicht drum herum, mindestens mal Sympathisant zu sein für den Verein. Und für mich auch noch mit der Vergangenheit, dass ich dort in der Jugend spielen durfte und dann auch bei den Profis, ist natürlich noch mal was anderes, weil dann auch, erstens komme ich aus Frankfurt, plus man kennt auch die Leute dort, die dort arbeiten. Das hat mich umso mehr gefreut, und es war auf jeden Fall schön für die Stadt, für die Leute, die aus Frankfurt kommen, war es auf jeden Fall was Besonderes. Allgemein die letzten Jahre, auch mit dem DFB-Pokalsieg, und man drückt auf jeden Fall die Daumen, fiebert mit. Ich habe auch ein Spiel live im Stadion gesehen gegen Barcelona. Deshalb ja, war es auf jeden Fall was Besonderes, hat mich sehr gefreut, ja. Du hast dich für einen Wechsel entschieden hier zum FC Homburg. Bedeutet, du hast ein neues Stadion, neue Mannschaftskollegen, neue Stadt. Wenn man sich für so einen Wechsel entscheidet, hat man dann auch neue Mitspieler, auf die man sich besonders freut, sodass du jetzt sagst, hey, mit Markus Mendler wollte ich schon immer mal zusammenspielen oder so? Ja, man kennt auf jeden Fall die Spieler. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich hier für den Verein entschieden habe, weil ich unbedingt mit einem Spieler zusammenspielen wollte. Aber natürlich wusste ich, dass hier auf jeden Fall Spieler sind mit viel Qualität. Und darauf freue ich mich auch, natürlich mich im Training mit denen zu messen, mich dann weiterzuentwickeln und dann natürlich auch auf dem Platz mit denen zusammen zu stehen und Siege einzufahren. Und wir haben eine richtig gute Mannschaft, deshalb bin ich auch hierher gekommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison und habe auch hohe Erwartungen an uns, an mich selber, auch, wie auch halt auf die Mannschaft. Und genau. Du hast in Groß-Asbach auch die Kapitänsbinde angehabt. Was macht für dich einen Führungsspieler aus? Dass er auf jeden Fall Leistung bringt. Also ich sehe es so, dass man kein Führungsspieler sein kann, wenn man nicht mit Leistung vorangeht. Natürlich gibt es immer drumherum auch viele Dinge, um die man sich kümmern muss, junge Spieler an die Hand führen. Aber im Ende kommt es darauf an, was auf dem Platz ist, und da muss man seine Leistung bringen, und wenn die Mannschaft sieht, du bringst Woche für Woche gute Leistung, kommst du automatisch in meinen Augen in eine Führungsposition und kannst dann auch dann dafür sorgen, dass du den anderen Mitspielern hilfst. Aber natürlich, für mich geht es erstmal darum, natürlich meine Leistung zu bringen und dadurch dann auch den Respekt der Mitspieler zu kriegen. Und wenn es dann soweit ist, versuche ich natürlich dann auch, mich so einzubringen. Ich habe jetzt auch ein paar Jahre hinter mir. Kapitän war ich bei Asbach, deshalb gehe ich davon aus, dass ich mich hier zum Führungsspieler entwickeln werde. Aber natürlich will ich erstmal meine Leistung bringen, mich darauf konzentrieren. Und dann ist das alles natürlich seinen Weg. Einer der jungen Spieler, den du letzte Saison unter deinen Fittichen hast, ist David Hummel. Man muss vielleicht auch anmerken, er sitzt hier irgendwo in der Nähe. Ja. Er kriegt auch die gleiche Frage, keine Angst. Aber wie würdest du David Hummel beschreiben? Das ist auf jeden Fall ein richtig guter junger Spieler. Richtiger Arbeiter, zweikampfstark, haut sich in den Ball rein, in den Zweikampf. Weiß auf jeden Fall, dass er immer 100% gibt, und
der weiß, wo das Tor steht. Genau, also ist auf jeden Fall ein Spieler mit Qualität. Und wichtig ist uns dieses Jahr auch immer, wie ihr euch selbst seht. Du bist im Mittelfeld zu Hause. Was für eine Art Fußballer bist du? Bist du Tiki-Taka? Bist du der Arbeiter? Für welche Art von Fußball stehst du? Also ich würde mich so beschreiben, dass ich am liebsten in einer Mannschaft spiele, wo die mehr den Ball hat. Ich bin, glaube ich, technisch versiert, bin ruhig am Ball, setze meine Mitspieler gut ein. Genau, und so sehe ich mich auch, also im Zentrum, dass ich einfach dafür sorge, dass die Spieler um mich herum gut in Szene kommen, dass ich immer anspielbar bin. Und das einfach dieses Vertrauen auch von Spielern drumherum, wenn die mir den Ball geben, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Und genau, das will ich ausstrahlen. Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben diese Saison viel vor, der Blick geht nach oben. Ja. Aber welche persönlichen Ziele hast du dir für dein Spiel vorgenommen? Also für mich geht es erstmal darum, gesund zu sein. Ich will jedes Spiel machen. Das wäre mein oberstes Ziel. Weil ich dann auch weiß, dass ich dann Leistung bringen werde. Und genau, aber also ich habe jetzt nicht irgendwelche Zahlen im Kopf, Tore, Vorlagen. Es kommt auch darauf an, auf welcher Position ich spiele. Es kann ja auch sein, dass ich mal auf der 6 spiele, wie in Asbach. Was liegt dir mehr? Offensiv oder die 6? Oder egal? Ach, also ich fühle mich überall. Also im Zentrum fühle ich mich wohl, ob es auf der 6 ist, auf der 8, auf der 10. Genau, aber. Natürlich würde ich mich freuen, natürlich, wenn ich näher am Tor dran bin, auf der 10. Und dann auch meine Mitspieler dann nach vorne gute Szenen setzen kann. Und genau, also ich will so viele wie möglich, also viele Tore, viele Vorlagen wie möglich. Aber im Endeffekt will ich einfach, dass wir als Mannschaft richtig erfolgreich sind, meinen Teil dazu beitragen. Und genau, das sind meine Ziele. Joel, das war's schon. Wir wünschen dir, würde ich sagen, dann 34 erfolgreiche Spiele, weil das würde bedeuten, dass du jedes Spiel gemacht hast. Ja. Wir freuen uns auf die Runde. Danke dir. Dankeschön.